Selbst eure Überlieferungen sprechen für mich, Shigarkuk. Eure Väter kamen hierher, kämpften mit den Ureinwohnern und nahmen ihnen das Land weg. Meine Vorfahren aus Europa kamen über das Meer und taten dasselbe. Meine Väter fochten mit dem nackten roten Mann. Es ist schon ein Unterschied zwischen dem spitzen Pfeil eines Kriegers und der bleiernen Kugel eines Weißen. Ich bin kein Gelehrter. Aber wenn ich nach dem urteile, was ich bei meinen vielen Jagden gesehen habe, dann meine ich, dass ein Gewehr in den Händen deiner Vorfahren nicht so gefährlich gewesen wäre wie Pfeil und Bogen. Damit seid ihr jedem weißen Schützen überlegen. Mein Stamm ist der Ahnherr von Nationen. Das Blut vieler Häuptlinge fließt durch meine Adern. Doch als die Holländer meinem Volk das Feuerwasser brachten, raubten sie ihm damit den Verstand. Die Mohikaner mussten ihr Land verlassen und wurden bis heute immer weiter zurückgetrieben. Obwohl ich ein Häuptling meines Stammes bin, konnte ich bisher nie die Gräber meiner Väter besuchen. Wenn mein Sohn in meine Fußstapfen tritt, wird niemand vom Blute der großen Häuptlinge mehr übrig sein. Uncas ist der letzte unserer Ahnenlinie. Er ist der letzte Mohikaner. Uncas hat seinen Namen gehört. Wer fragt nach mir? Mein Sohn, du bist zurück. Und? Hast du im Wald Spuren der Huronen entdeckt? Ja, ich war ihnen dicht auf den Fersen. Aber sie haben sich wie Feiglinge im Unterholz verkrochen. Diese Schurken sind auf der Suche nach Beute. Sie sollen vertrieben werden wie das Wild aus den Büschen. Aber jetzt, Falkenauge, wollen wir zu Abend essen. Dafür brauchen wir noch ein gutes Wildbret. Hört ihr das? Es klingt so, als bewegte sich da eines der stärksten Geweihe durchs Unterholz, das ich je gesehen habe. Ich wette, dass ich den Rehbock genau zwischen die Augen treffe. Halt! Dein Schuss würde den Feind aufscheuchen. Du hast recht. Uncas, ich überlasse das Tier deinem Pfeil. Ich werde dich nicht enttäuschen, Falkenauge. Das war ein ausgezeichneter Schuss. Respekt! Chingachgook, was ist los? Ich höre Fußtritte. Da kommt jemand. Vielleicht sind Wölfe oder andere Raubtiere den Hirsch gefolgt. Nein, Pferde weißer Männer kommen. Es sind deine Brüder, Falkenauge. Sprich du mit ihnen. Ja, gut. Wer seid ihr? Freunde des Königs. Tja, da habt ihr euch wohl verirrt. So ist es. Wir sind auf dem Weg zum Fort William Henry. Es wäre besser, wenn ihr zuerst am Fluss hinab nach Fort Edward reiten würdet. Wendet euch an General Webb. Er wird euch eine Eskorte bereitstellen. Das ist wesentlich sicherer, als sich mit diesem kleinen Trupp durch die Wildnis zu schlagen. Wir kommen aus dieser Richtung. Fort Edward haben wir bereits heute Morgen hinter uns gelassen. Dann seid ihr aber ziemlich vom Weg abgekommen. Wir haben unserem indianischen Führer vertraut. Er wollte uns eigentlich eine Abkürzung zeigen. Ein Indianer verirrt sich nicht in diesen Wäldern. Ist er ein Mohawk? Nicht von Geburt an. Ich glaube, er ist einer von denen, die ihr als Huronen bezeichnet. Ein Hurone? Na, dann wundert mich gar nichts mehr. Wahrscheinlich wollte er euch in eine Falle locken. Hört auf meinen weißen Bruder. Die Huronen sind ein listiges Volk. Ihr vergesst, dass unser Führer jetzt ein Mohawk ist und als dieser unserem Heer unterstellt ist. Und ich sage euch, wer als Hurone geboren ist, wird auch als Hurone sterben. Sagt mir lieber, wie weit wir von Fort Edward entfernt sind. Das kommt ganz darauf an, wer euch führt. Ich will keinen Streik mit euch. Wenn ihr uns helft, soll eure Mühe nicht umsonst gewesen sein. Woher soll ich wissen, dass ich es nicht mit Spionen zu tun habe? Nicht jeder, der Englisch spricht, ist auch ein Ehrenmann. Wenn ihr ein Scout unseres Heeres seid, Mister, so kennt ihr mit Sicherheit auch das 60. Regiment des Königs und seinen Major. Aber natürlich. Wenn jemand Major Effingham kennt, dann ich. Das Korps hat mehrere Soldaten dieses Ranges. Major Effingham meinte ich nicht, sondern den Major, der die Kompanien von William Henry befehligt. Ich habe von ihm gehört. Er soll noch recht jung sein. Dieser Major bin ich. Duncan Hayward, mein Name. Freut mich, euch kennenzulernen. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Nettie Bumpo. Aber die meisten nennen mich bloß Falkenauge. Der weiße Jäger, den die Indianer lange Büchse nennen. Euer Ruf eilt euch voraus. Und, werdet ihr uns helfen? Selbstverständlich.
Aber erst einmal will ich mir euren indianischen Führer ansehen. Wenn er ein echter Irokese ist, dann erkenne ich das sofort. Major? Wie lange dauert es denn noch? Müssten wir nicht schon längst da sein? Bitte, Cora, geduldet euch noch etwas. Wir reiten gleich weiter. Ein Hurone ist und bleibt ein Hurone. Wenn wir alleine wären, so könnte ich euch den Weg in einer Stunde zeigen. Aber mit den beiden Damen in eurem Gefolge ist das unmöglich. Das sind Cora und Alice, die Töchter von Oberst Monroe. Sie sind exzellente Reiterinnen und werden sicher mithalten können. Ich möchte kein Risiko eingehen. In Begleitung eures Kundschafters werde ich bei Nacht keinen einzigen Schritt mehr in diesen Wäldern tun. Sie sind voll von lauernden Irokesen. Wenn ihr das so seht, in Ordnung. Ich kann den Huronen von hier aus aufs Korn nehmen und das Problem aus der Welt schaffen. Das dürft ihr nicht. Womöglich ist er doch unschuldig. Na gut, Major. Ihr lenkt ihn ab und dann schnappen wir ihn uns lebendig. Einverstanden. Chingachgook, Uncas, ihr kommt mit mir. Magua, wir haben das Fort immer noch nicht erreicht. Es sieht ganz so aus, als hättest du den Weg verfehlt. Aber zum Glück haben wir diesen Jäger getroffen. Er ist mit der Gegend vertraut und hat versprochen, uns zu helfen. Genießt Le Renard Subtil etwa nicht mehr euer Vertrauen? Wen nennst du Le Renard Subtil? Diesen Namen gaben mir meine kanadischen Väter. Wir sind Freunde, oder nicht? Also lass uns nicht streiten. Ruh dich aus, wir essen kurz etwas und dann ziehen wir weiter. Wenn dies euer Wille ist, Major? Wie vom Blitz getroffen, sprang der indianische Kundschafter in das gegenüberliegende Dickicht. Im nächsten Augenblick erschien die Gestalt Chingachguks und eilte dem Entflohenen nach. Kurz darauf folgte Uncas und dann wurde der Wald durch einen Feuerschein erhellt. Natty Bumppo hatte eine Kugel abgefeuert. Der legendäre weiße Jäger traf immer sein Ziel. Auch diesmal. Doch Magua gelang dennoch die Flucht. Was ist geschehen? Ist er euch entkommen? Wir haben eine Blutspur entdeckt. Ich habe ihn also getroffen. Aber wohl nur leicht verletzt. Worauf warten wir? Hinterher! Wollt ihr euer Leben verlieren? Der rote Teufel würde uns mit Sicherheit in einen Hinterhalt locken. Stattdessen sollten wir von hier verschwinden. Falkenauge hat recht. Andernfalls trocknen morgen unsere Skalpe im Wind. Gut, ich hoffe, ihr helft mir, die mir anvertrauten Damen zu verteidigen. Es wäre unmenschlich, diese harmlosen Geschöpfe ihrem Schicksal zu überlassen. Die Mohikaner und ich werden alles tun, um die Töchter eures Vorgesetzten vor Schaden zu bewahren. Zuvor müsst ihr uns aber zweierlei versprechen. Sagt schon, was verlangt ihr? Erstens müsst ihr jeden unserer Befehle befolgen und zweitens müsst ihr uns versprechen, den Ort geheim zu halten, zu dem wir euch bringen werden. Ich verspreche, alles zu tun, um diese Forderungen zu erfüllen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wo genau sind wir jetzt? Am Fuße des Glens. Kommt schon, steigt aus dem Kanu. Wartet, Alice, ich helfe euch. Reicht mir die Hand. Oh, wie zuvorkommend von euch. Danke, Major. Jetzt haben wir eine Festung, eine Besatzung und Proviant. Eure zwei Begleiter sind vorsichtige und tapfere Krieger. Hörten oder sahen sie etwas von unseren Feinden? Einen Indianer spürt man, bevor man ihn zu Gesicht bekommt. Aber keine Sorge, bei den Mohikanern und mir ist euer Gefolge in Sicherheit. Dieser junge Indianer, Uncas, scheint ein mutiger Krieger zu sein. In seiner Gegenwart fühle ich mich sicher. Vertrauen wir darauf, dass dieser Krieger eure Hoffnungen nicht enttäuscht. Hier, in dieser Höhle werden wir unser Nachtlager aufschlagen. Haltet ihr das für eine gute Idee? Eine Höhle?
Hätte nicht ein einziger bewaffneter Mann am Eingang uns alle in seiner Gewalt? Zwei alte Füchse wie Chingachgook und ich lassen sich nicht so leicht fangen. Der Wasserfall war früher einige Schritte unter uns. Im Laufe der Jahre hat sich das Wasser aber tiefe Höhlen gegraben und ist dann um einige hundert Fuß zurückgetreten. Also befinden wir uns auf einer Art Insel? Ja, zu beiden Seiten haben wir die Wasserfälle und um uns herum fließt der Fluss. Nach der Beschreibung Falkenauges waren Cora Munro und ihre Begleiter von der Sicherheit des Versteckes überzeugt und nahmen gemeinsam ein kräftiges Mahl zu sich. Uncas bediente die Damen und verrichtete diese kleinen Aufmerksamkeiten mit der Würde eines stolzen Kriegers. Chingachgook und Falkenauge saßen ebenfalls am Feuer und ließen sich das Essen munden. Neben ihnen hatte ein älterer Engländer Platz genommen, der offensichtlich kein Soldat war. Kommt, Freund. Versucht einmal dieses Getränk. Wie heißt ihr eigentlich? David Gammett. Und was ist euer Beruf? Ich bin Gesangslehrer in der Kunst, Psalmen zu singen. Ein seltener Beruf. Aber dann lasst uns doch mal was hören von eurer Kunst. Sehr gern. Einen Augenblick. Ich brauche nur meine Brille. Und natürlich mein Gesangsbuch. Der Herr ist mein Hirte, mir Was war das? Keine Ahnung. Bisher ging ich davon aus, jeden Schrei zu kennen, den ein Mensch oder ein Tier ausstoßen könnte. Doch einen solchen Laut habe ich in all den Jahren noch nie gehört. Draußen ist nichts zu sehen. Ihr solltet hinüber in die andere Höhle gehen und versuchen zu schlafen. Noch bevor die Sonne aufgeht, werden wir unser Versteck verlassen. Ihr habt den Mohikaner gehört. Also los! Major, vielleicht solltet ihr einen Boten losschicken. Unser Vater macht sich bestimmt große Sorgen, weil wir irgendwo durch die Wildnis irren. Er ist Soldat und weiß, was einem in den Wäldern alles begegnen kann. Großer Gott, wer schreit da bloß? Die Frauen bleiben hier. Der Rest verteilt sich und hält Wache. Droht uns hier denn solche Gefahr? Lady, ich kenne seit über 30 Jahren alle Geräusche in diesen Wäldern. Meine Ohren sind besonders geschult, denn oftmals hängen Leben oder Tod davon ab. Aber weder die Mohikaner noch ich vermögen uns diese Schreie zu erklären. Seltsam. Es ist nichts zu sehen oder zu hören. Ach nein? Hat jemand von Ihnen schon mal so etwas gehört? Das ist mein Pferd. Jetzt im Freien erkenne ich den Laut genau. Entweder befindet sich mein Pferd in den Krallen von Bestien, oder es wittert Gefahr, ohne ihr entrinnen zu können. Wahrscheinlich treiben sich Wölfe im Dickicht herum. Uncas, fahre mit dem Kanu hinunter und entzünde ein Feuer. Das wird die Raubtiere vertreiben. Es hört sich an, als ließen die Wölfe ihre Beute im Stich. Ach, die Huronen, sie sind hier! David! Zurück! Alle Mann zurück! Geht in Deckung! Wir kümmern uns um die Angreifer! Die Huronen treten in Rückzug an. Wir haben ihnen einige Verluste beschert. Mr. Gammett, wie geht es euch? Seid ihr schwer verletzt? Nein, es ist nur ein Kratzer. Glück gehabt. Bring ihn in die Höhle, Uncas, und versorge seine Wunde. Kommt, ich stütze euch. Ja, danke. Glaubt ihr, dass die Wilden einen neuen Angriff wagen? Da bin ich mir sicher. Sie kennen jetzt unsere genaue Lage und werden sicher nicht aufgeben. Unsere einzige Hoffnung ist, den Felsen so lange zu halten, bis Oberst Munro Hilfe schickt. Da, seht. Die Huronen springen ins Wasser und versuchen, den Strom hinabzuschwimmen. Verdammt, das hat uns gerade noch gefehlt. Achtung!
Plötzlich ragten vier Menschenköpfe über ein paar Stämme Treibholz. Dann erschien noch ein fünfter am Rande des Wasserfalles. Der Wilde kämpfte mit allen Kräften und versuchte, seine Gefährten zu erreichen. Auf einmal wurde er von der wirbelnden Strömung fortgerissen. Mit weit aufgerissenen Augen stürzte er in den tief gähnenden Abgrund hinab. Major Hayward wollte den Angreifern entgegenstürmen, doch Bumpo hielt ihn zurück. Als die Indianer nah genug waren, erhob der Jäger seine Büchse und eröffnete das Feuer. Es begann ein erbitterter Kampf, Mann gegen Mann. Ein wildes Ringen, bei dem jeder versuchte, den anderen in den Abgrund zu stürzen. Major, passen Sie auf! Hayward spürte den Griff eines Huronen an seiner Kehle. Er fühlte, wie nach und nach seine Kräfte schwanden. Gerade noch rechtzeitig tauchte eine dunkle Gestalt auf und traf den Indianer mit seiner Klinge. Sofort ließ der Feind vom Major ab und stürzte in den vernichtenden Abgrund. Danke, Uncas. Ihr habt mir das Leben gerettet. Es war mir eine Ehre. Schnell, zurück in die Höhle. Wir müssen die Höhle verteidigen, um jeden Preis. Und mit was sollen wir das tun? Unsere Munition ist aufgebraucht. Naja, fürs Erste haben wir sie vertrieben. Es wird nicht lange dauern, bis diese listigen Schlangen zurückkehren. Sie haben es auf unsere Skalpe abgesehen. Was wollt ihr, Cora? Es ist hier viel zu gefährlich für euch. Ich muss mit Mr. Bumpo sprechen. Bitte, Lady. Nennt mich Falkenauge. Ihr müsst versuchen, zu meinem Vater zu kommen. Sagt ihm, dass ihr uns mit dem Auftrag verlassen habt, Hilfe zu holen. Andernfalls sind wir verloren. Was sagst du, Shingachgook? Ich denke, die Weiße Squaw hat recht. Nun gut. Haltet die Stellung. Wir sind schon bald zurück. Nach längerer Zeit bangen Wartens schien endlich Ruhe einzukehren. Die Insassen der Höhle glaubten schon, die Gefahr sei vorüber. Doch da öffnete sich der hintere Eingang der Höhle und das grimmige Gesicht eines Huronen wurde sichtbar. Magua! Im gleichen Augenblick stürzten die Krieger der Huronen von allen Seiten in die Höhle. Dieser Übermacht hatten Major Hayward und seine Männer nichts entgegenzusetzen. Triumphierend versammelten die Indianer ihre Gefangenen schließlich in der Mitte der Höhle. Magua ist ein großer Krieger. Ich gebe mich geschlagen. Wo versteckt sich euer Fährtenleser, der weiße Jäger? Die lange Büchse, wo ist er? Heraus! Tod der langen Büchse! Ihr hört, die Huronen verlangen nach dem Skalp der langen Büchse. Er ist fort. Hält der Major mich für einen Narren? Ganz bestimmt nicht. Er ist geschwommen. Und warum seid ihr zurückgeblieben? Ich bin zum Schutz der Frauen abbestellt und nehme meinen Auftrag durchaus ernst. Wo sind die Mohikaner, die große Schlange und der flinke Hirsch? Auch sie sind den Fluss hinabgeschwommen. Lurenar Subtil hat sich des ehrenvollen Namens, den ihm seine kanadischen Väter gaben, würdig erwiesen. Ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Und der wäre? Wenn ihr Oberst Monroe seine Töchter zurückbringt, wird er euch dafür gut entlohnen. Magua wird Gold bekommen und Feuerwasser, so viel er will. Geht. Sagt der schwarzlockigen Tochter, dass Magua sie sprechen will. Ihr meint Cora? Ja, gut. Und? Was wollt ihr der Tochter Monroe sagen? Der Major soll uns allein lassen. Schon gut. Ihr könnt gehen. Ich höre. Was habt ihr mir zu sagen? Magua wurde als Häuptling unter den Huronen geboren.
Er sah die Sonnen von 20 Sommern und den Schnee von 20 Wintern. Dann kamen seine kanadischen Väter in die Wälder und gaben ihm Feuerwasser. Und er wurde ein anderer. Wer gab ihm das Feuerwasser? Wer machte ihn zu einem Schurken? Die Bleichgesichter waren es. Euer Volk! Ich bin nicht dafür verantwortlich. Als seine englischen und französischen Väter das Kriegsbeil aus der Erde gruben, zog Le Renard mit den Mohawks und kämpfte gegen seine eigene Nation. Dein Vater war der große Anführer unserer Kriegspartei. Er machte ein Gesetz, wonach ein Indianer, der Feuerwasser tränke und in die Zelte seiner Krieger käme, bestraft werde. Magua öffnete den Mund und das Feuerwasser führte ihn in Munros Hütte. Was tat der Graukopf? Seine Tochter soll es sagen. Er übte Gerechtigkeit und bestrafte den Schuldigen. Ist das Gerechtigkeit? Wenn man das Übel schafft und dann dafür bestraft. Magua war es nicht selbst. Das Feuerwasser sprach und handelte für ihn. Aber Munro glaubte ihm nicht. Der Huronenhäuptling wurde wie ein Hund vor seinen eigenen Kriegern ausgepeitscht. Sieh her, hier sind Narben von Messern und Kugeln, auf die ich stolz sein kann. Aber hier auf dem Rücken hat dein Vater Spuren hinterlassen, deren ich mich schämen muss. Zeige meinem Vater, dass ein Indianer vergeben kann und bring ihm seine Töchter zurück. Du wirst dafür reich belohnt werden. Was willst du haben? Als Magua sein Volk verließ, wurde sein Weib einem anderen Häuptling gegeben. Er hat jetzt wieder Freunde unter den Huronen und wird bald zu ihnen zurückkehren. Die Tochter des englischen Häuptlings soll mit ihm gehen und sein Weib werden. Magua hätte keine Freude, seine Hütte mit mir zu teilen. Er sollte lieber das Gold nehmen und sich das Herz eines Huronenmädchens kaufen. Oh nein. Die Tochter Munros wird mein Wasser schöpfen und mein Wildbret kochen. Dies wird meine Rache sein. Du Ungeheuer! Du bist ein Teufel, hörst du? Was geht hier vor? Cora, alles in Ordnung? Sprich, Schwester! Was will der Hurone? Er bietet uns das Leben an, wenn ich ihm in die Wildnis folge und seine Frau werde. Nein, nie! Lieber sterben wir! So stirb! Mit diesen Worten schleuderte Magua der Wehrlosen seinen Tomahawk entgegen. Der verfehlte ihren Kopf nur um Haaresbreite. Das wirst du bereuen, du Hund! Versucht es nur, Major! Versucht es nur! Meine Klinge wartet schon auf euch! Mit lautem Geschrei stürzten Faltenauge und seine indianischen Freunde herbei. Uncas schwang drohend den Tomahawk und stellte sich schützend vor die beiden Frauen. Ein wilder Kampf begann, Mann gegen Mann. Die große Schlange gehört mir! Magua und Chingachgook lieferten sich ein Duell bis aufs Blut und bewiesen, dass sie ihre Kriegsnamen zurechttrugen. Dem Mohikaner gelang es, seinem Gegner einen Stoß mit dem Messer zu versetzen. Der Huronenhäuptling war daraufhin kampfunfähig und ergriff die Flucht. Mit einem einzigen Sprung verschwand er im Dickicht eines niedrigen Buschwerkes. Lass den Kerl laufen. Er ist ein Mann ohne Waffen und es nicht wert, ihm zu folgen. Warum seid ihr schon wieder zurück? Wolltet ihr nicht Hilfe holen? Wir haben uns am Ufer versteckt und die Bewegungen der Huronen beobachtet. So habt ihr den Angriff kommen sehen? Leider nicht, sonst wären wir schon früher eingeschritten. Erst das Geschrei der Indianer verriet uns, dass man euch entdeckt hat. Ohne euch wären wir nicht mehr am Leben. Ich danke euch. Dafür ist es zu früh, Major. Es ist noch lange nicht ausgestanden. Die Natur lag noch in tiefem Schlummer, als sich die Gruppe um Falkenauge wieder in Bewegung setzte.
Der Pfad wurde immer beschwerlicher. Bei Einbruch des Morgens hatten sie ihr Ziel jedoch erreicht. Fort William Henry. Zu ihrem Entsetzen wurde die Festung allerdings von französischen Streitkräften belagert. Es schien kein Weg hinein oder hinaus zu geben. Grundgütiger! Die Franzosen haben das Fort umstellt. Was sollen wir jetzt tun? Gehen wir zu Montcalm und bitten ihn, uns einzulassen. Ihr würdet es nicht einmal bis zu seinem Zelt schaffen. Die Franzosen schießen auf jeden, der keine ihrer Uniformen trägt. Seht, dort drüben zieht Nebel auf. Er könnte uns Schutz bieten. Ja, gute Idee. Kommt, alle mir nach. Der Trapper eilte schnell, aber vorsichtig einen steilen Abhang hinab. Major Hayward und die anderen folgten ihm zum Fuße des Berges. Nun befanden sie sich nur noch etwa eine halbe Meile von einem der Ausfalltore des Forts entfernt. Der Nebel wird dichter. Wir müssen handeln, jetzt oder nie. Alice, Cora, bleib dicht hinter mir. Achtung! Sie haben uns entdeckt. Im gleichen Augenblick wurde der Nebel vom Knall von 50 Musketen erschüttert. Zum Glück für Falkenauge und seine Gefährten wurden die feindlichen Soldaten durch den dichten Nebel behindert und konnten nur ins Ungewisse feuern. Auf einmal erleuchtete ein starker Feuerstrahl den Dunst und mehrere Kanonenkugeln flogen über die Ebene hinweg. Die Engländer erwiderten das Feuer. Steht fest und seid bereit, meine Tapferen vom 60. Regiment. Vater! Vater! Wir sind es, deine Töchter! Halt, nicht schießen! Gott hat mir meine Kinder wieder geschenkt. Los, rein ins Fort, beeilt euch! Die nächsten Tage hielten viele Entbehrungen für die Belagerten im Fort bereit. General Munro und seine Männer waren nicht in der Lage, den nötigen Widerstand zu leisten. Die Franzosen hatten eine ununterbrochene Kanonade auf die Festung eröffnet, dem die Engländer nichts entgegenzusetzen hatten. Am fünften Tage der Belagerung wurde schließlich ein Waffenstillstand vereinbart. Major Hayward nutzte die Gelegenheit, um von einem Aussichtsturm des Forts aus die Fortschritte der Feinde zu beobachten. Da fiel sein Blick auf eines der Ausfalltore. Ein Mann wurde unter der Bewachung eines französischen Offiziers zum Fort geleitet. Es war Falkenauge. Ah, Major Hayward, ihr seid es. Ich wollte euch gerade rufen lassen. Der Scout, den ich euch empfohlen habe, wurde gefasst. Ich sah ihn soeben im Gewahrsam der Franzosen ins Fort zurückkehren. Tja, das Glück scheint euren Freund Mr. Bumpo verlassen zu haben. Der Marquis von Montcalm hat ihn mir als Geste seines guten Willens zurückgesandt. Er hofft, dass wir kapitulieren. Was ist mit General Webb? Hat Falkenauge mit ihm sprechen können? Ja, er hatte sogar einen Brief von ihm dabei. Den haben ihm die Franzosen aber natürlich abgenommen. Die Lage wird immer kritischer. Wir haben kaum noch zu essen und auch die Munition wird knapp. Solange es noch Hoffnung gibt, werden wir diese Festung verteidigen. Aber wir brauchen diesen Brief. Wir müssen unbedingt wissen, ob noch mit der Unterstützung Webbs zu rechnen ist. Kann ich Ihnen dabei irgendwie nützlich sein? Ja, durchaus. Montcalm hat mich zu einer persönlichen Unterredung geladen. Ich möchte, dass er mich begleitet. Selbstverständlich. Seid gegrüßt, General. Ich bin überaus erfreut, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Sagt schon, was wollt ihr uns mitteilen? Ihr habt keine Chance, diese Schlacht zu gewinnen, das wisst ihr. Also ergebt euch und kein weiteres Blut muss vergossen werden. Wir kämpfen bis zum letzten Mann, wenn es nötig ist.
Ihr, lesen Sie diesen Brief. Er stammt von eurem Vorgesetzten, General Webb. Er fordert Sie zur Kapitulation auf. Major, was sagt ihr dazu? Das ist eindeutig Webbs Handschrift. Der Brief ist echt. Daran besteht kein Zweifel. Seht ihr, General? Es wird keine Hilfe kommen. Das Spiel ist aus. Nun gut, Monsieur de Montcalm. Wir sind bereit, auf eure Forderungen einzugehen. Sehr schön. Ihr übergebt mir das Fort und ich sichere euch und euren Männern freies Geleit zu. Niemandem wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Das verspreche ich euch. So soll es sein. Am 9. August 1757 wurde Fort William Henry den Franzosen übergeben. Auf das Signal zum Abmarsch hin setzte sich die englische Kolonne unter General Munro und Major Hayward in Bewegung und verließ geschlossen die Festung. Unter ihnen befanden sich auch Falkenauge, die Mohikaner und die Töchter des Generals. Am Rande des Waldes standen die Huronen und beobachteten den Auszug des Feindes. Cora entdeckte Magua an ihrer Spitze und erschrak. Oh Gott, seht nur! Da drüben steht Magua! Wie er uns anlächelt. Mir wird ganz anders. Dieser Schurke führt doch irgendwas im Schilde. Die Franzosen lassen uns vielleicht gehen, aber nicht die Huronen. In diesem Augenblick gab Magua seinen Kriegern ein Zeichen. Diese stimmten in seinen grausamen Schlachtruf ein und stürzten sich sogleich auf die Kolonne. Die englischen Soldaten waren auf diesen Angriff nicht im geringsten vorbereitet und fielen dem Wilden nach und nach zum Opfer. Ströme von Blut wurden vergossen. Da seid ihr ja. Der Wigwam des Huronen ist noch leer. Komm mit mir, schwarzes Haar. Nein, ich werde niemals deine Frau. Töte mich, wenn du willst. Dann wird mich eben deine Schwester begleiten. Nein, nicht. Horror! Halt, bleib stehen. Hau. Was gibt es, Uncas? Ich habe diesen Schleier gefunden. Er gehört dem schwarzlockigen Mädchen. Ja, richtig. Das ist Coras Schleier. Wo steckt sie? Lebt sie noch? Es scheint so, als sei sie in den Wald geflohen. Und Alice? Was ist mit Alice? Wir werden sie finden, General. Ganz sicher. Da ist die Spur eines Männerfußes. Uncas, was meinst du? Magua. Cora und der verfluchte Hurone sind hier also vorbeigekommen. Wartet. Was habt ihr, Falkenauge? Da drüben an dem Dornenbusch hängt etwas. Das ist die Tonpfeife des Sängers. Mr. Gamet muss den Frauen zur Hilfe geeilt sein. Vermutlich befinden sich nun alle drei in der Gewalt unserer Feinde. Ihr müsst sie finden. Rettet sie aus den Händen dieser Wilden. Das werden wir. Bleibt hier bei euren Männern, General. Ein kleiner Trupp kommt schneller voran. Uncas, Chingachgook und ich erledigen das. Aber nicht ohne mich. Gut, Major. Gehen wir auf die Jagd. Wittere die Huronen. Wir befinden uns in Feindesland.
Ihr Lager muss hier ganz in der Nähe sein. Dort steht einer von ihnen, direkt am Wasser. Der Mann ist kein Hurone. Das erkennt Uncas auf den ersten Blick. Er scheint unbewaffnet zu sein. Wartet hier, ich sehe mir das mal an. Aber das ist doch... David, mein Freund! Mr. Bumpo! Kommt, Freunde! Seht euch das an! Dieser Wilde ist niemand anderer als unser Psalmensänger! Schön, dass ihr noch am Leben seid, Mr. Gammett. Aber sagt, was ist mit den Töchtern des Generals? Sie befinden sich in Gefangenschaft des Heiden. Aber es geht ihnen den Umständen entsprechend. Sie sind beide unverletzt. Wo ist er? Wo ist Magua? Der Hurone ist mit Cora und Alice auf dem Weg zu einem befreundeten Indianerstamm, den Delawaren. Er hofft, bei ihnen Zuflucht zu finden. Warum ließ er euch gehen? Die Macht des Psalmengesangs hat offenbar selbst auf die Gemüter der Heiden Einfluss. Nun ja, Magua hielt mich wohl für ungefährlich. Warum seid ihr noch hier und nicht längst nach Fort Edward aufgebrochen? Das fragt ihr noch? Ich wollte ihnen nach. Ich kann Cora und ihre Schwester schließlich nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Ich bin vielleicht kein Held, aber ein Feigling bin ich auch nicht. Gut gesprochen, mein Freund. Dann kommt, retten wir die Ladies. Tretet näher, Magua. Der Hurone ist willkommen beim Stamm der Delawaren. Die Huronen lieben ihre Freunde, die Delawaren. Ich sehe, die Tomahawks deiner Krieger sind rot geworden. Ja, vom Blut der Engländer. Jetzt sind unsere Waffen blank und stumpf. Wen hast du da bei dir? Zwei weiße Squaws? Deine Kriegsbeute, nehme ich an. Es sind die Töchter des Bastards Munro. Eine von ihnen soll mein Weib werden, die andere gehört dir. Nimm sie zur Frau oder gib sie einem deiner Krieger. Es wird sich schon eine Verwendung für sie finden. Sind euch in letzter Zeit Spuren fremder Mokassins aufgefallen? Spuren weißer Männer? Warum? Ist man dir gefolgt? Die Engländer haben mit Sicherheit Kundschafter losgeschickt. Ich hoffe, ihr werdet Magua helfen, obwohl sich die Delawaren von den Franzosen und Montcalm losgesagt haben. Ja, das stimmt. Mein Stamm ging nicht mit auf den Kriegspfad. Aber die Delawaren verehren den großen weißen Häuptling aus Kanada auch weiterhin. Ehrwürdiger Delaware. Meine Schwester und ich glauben an deine Weisheit und vertrauen auf deine Gnade. Lass uns gehen. Sei still! Nein, lass sie reden. Ich will nicht mit diesem feigen Huronen gehen und seine Frau werden. Bist du nicht Tamenund, der große Vater und weise Richter dieses Volkes? Ja, der bin ich. Warum lässt du dann nicht auch uns Bleichgesichtern Gerechtigkeit widerfahren? Hilf uns, Tamenund. Ich flehe dich an. Du bist die Kriegsbeute des Huronen. Er kann mit dir machen, was er will. Siehst du? Lass die weißen Frauen gehen, edler Häuptling. Du redest in der Sprache der Delawaren, Fremder? Mein Geschlecht trägt die Erde. Dein Stamm, Tamenund, steht auf meiner Schale. Mein Geschlecht ist der Großvater von Nationen. Hör nicht auf ihn. Er ist ein Kundschafter der Engländer. Sag schon, Fremder, wer bist du? Uncas, der Sohn Chingachguks, ein Sohn der großen Schildkröte. Das kann doch Uncas sein. Ist der Sohn von Chingachguk. Na, der großen Schildkröte, ist das wahr? Nein. Tamenunds Stunde ist gekommen. Ich danke dir, Manitou, dass Uncas nun vor ihm steht. Der Panther seines Stammes, der älteste Sohn der Lenapen, der weiseste Häuptling der Mohikaner. Das Blut der Schildkröte rann in den Adern vieler Häuptlinge. Sie sind alle tot. Außer Chingachguk und seinem Sohne.
Unsere weisen Männer haben oft davon gesprochen, dass zwei Krieger des alten Geschlechts in den Bergen der Engländer weilen. Sagt, warum sind eure Sitze bei den Beratungsfeuern der Delawaren so lange leer geblieben? Es gab eine Zeit, da wir im Schlafe den Salzsee sprechen hörten. Damals waren wir Herrscher über dieses Land. Als sich aber plötzlich überall die Bleichgesichter zeigten, folgten wir dem Wild zurück in die Wälder. Erlaubt, dass ich meinen Vater und drei weitere Männer zu uns bitte. Chingachgook ist hier. Er soll sich zeigen. Auf ein Zeichen hin traten nun auch Uncas Vater, sein treuer Freund Falkenauge, sowie Major Hayward und David Gamet aus dem Dickicht des Waldes ans Lager der Delawaren. Plötzlich herrschte Totenstille. Erst nach einer Weile ergriff Häuptling Tamenund wieder das Wort. Wer sind die Bleichgesichter an der Seite der großen Schlange? Das ist der Jäger, den man Falkenauge nennt. Die Mingos gaben ihm den Namen Lange Büchse. Wenn die Mohikaner unter den Delawaren willkommen sind, so ist auch er es. Die Lange Büchse ist ein Verbündeter der Engländer. Seht doch! Einer ihrer Soldaten begleitet ihn, Major Hayward. Wir sind nicht als eure Feinde hier. Uns geht es nur um die weißen Frauen, die der Hurone verschleppt hat, während seine roten Brüder im Kampf ihr Leben ließen. Es ist wahr. Magua hat sich einfach davongestohlen. Bei dem Angriff auf die Kolonne General Monroes ging es ihm einzig und allein darum, die Frauen in seine Gewalt zu bringen. Sie gehören mir. Was schlägst du vor, Uncas? Die weißen Frauen sollen ihres Weges gehen. Ihr Platz ist nicht bei den Huronen. Mädchen, was willst du? Ein großer Krieger will dich zum Weibe nehmen. Dein Geschlecht wird niemals enden. Lieber soll es auf der Stelle enden, als solche Schmach zu ertragen. Hurone, das Mädchen bringt Unglück in deinen Wigwam. Lorenar Subtil will nur das, was ihm zusteht. So entferne dich mit der einen und lass die andere weiße Squaw zurück. Der große Manitou verbietet dem Delawaren, deinem Wort zu misstrauen. Du hast den Häuptling gehört. Komm schon, steh auf. Nein, lass mich los! Halt, Magua, hab Erbarmen! Ein Lösegeld soll dich reicher machen. Der General zahlt alles, was du verlangst. Ich brauche euer Gold nicht. Meine Rache ist erfüllt. Nehmt mich an Korras Stelle. Die Lange Büchse will ihr Leben für ein Weib hergeben? Ja, nehmt mich. Lasst das Mädchen gehen. Ich verzichte. Komm! Es ist an der Zeit zu gehen. Nun gut. Ich bin deine Gefangene und werde dir folgen. Wenn es sein muss, auch in den Tod. Major, passt mir gut auf meine Schwester auf. Ich verspreche es. Magua, dein Pfad wird nur kurz sein. Wenn die Sonne über den Bäumen steht, werden wir deiner Spur folgen und dich jagen wie einen Hund. Wir werden dich kriegen. Und dann wird dich auch Manitou nicht mehr beschützen. Für einen ausgezeichneten Fährtenleser wie Falkenauge war es ein leichtes, der Spur des Huronenhäuptlings zu folgen. Schon nach wenigen Stunden hatten der Trapper und seine Freunde Magua in einer Höhle ausgemacht, in die sich der Flüchtige mit der ältesten Tochter des Generals zurückgezogen hatte. Doch leider waren sie nicht allein. Einige seiner Stammesbrüder waren dem Huronen zu Hilfe geeilt und hielten an den beiden Eingängen der Höhle Wache. Was sollen wir tun? Diese Heiden sind eindeutig in der Überzahl. Aber wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Was schlägt Falkenauge vor? Chingachgook und ich schleichen uns rechts an der Lichtung vorbei. Wenn du unseren Schlachtruf hörst, dann greifst du sie mit dem Major von vorn an. So haben wir die Bande in der Zange. Es ist gefährlich. Aber mit Mut lässt sich der Plan verwirklichen. Tja, wir haben wohl keine andere Wahl, oder? David, ihr deckt Uncas und Hayward den Rücken. In Ordnung, ich werde mein Bestes geben. Also dann, Freunde, teilen wir uns auf.
Was geschieht da draußen? Wir werden angegriffen. Es sind die Mohikaner und ihre weißen Brüder. Jetzt geht es den Huronen an den Kragen. Ihr alle werdet büßen für das, was ihr getan habt. Halt den Mund! Du kannst mir nichts befehlen. Oh, doch. Töte mich, wenn du willst. Aber ich werde nicht mit dir gehen. Wähle Lurrenas Wigwam oder sein Messer. Los, wähle! Ich werde niemals dein Weib! Du hast dich entschieden. Nein! Unkas erschien und sprang einen Felsen hinunter, direkt vor Maguas Füße. Sein Blick haftete an der toten Cora Munro, die von dem Huronenhäuptling mit dem Messer niedergestreckt worden war. Der junge Mohikaner griff zu seinem Tomahawk, doch Magua war schneller. Voller Verachtung stieß er die Klinge in Unkas Leib. Dreimal rammte er das Messer ins Fleisch, bevor der Sohn Jingach Guk sein Leben aushauchte und auf die felsige Erde sank. Großer Gott! Der feige Mörder hat Unkas und die Tochter Munros getötet! Die Bleichgesichter sind Hunde! Und die Mohikaner sind Weiber! Sterben sollen sie allesamt! Oh! Weiter kam der Hurone mit seinen Verwünschungen nicht. Falkenauge hatte ihn mit seiner Büchse ins Visier genommen und abgedrückt. Das Schicksal Maguas war in dem Moment besiegelt, als die Waffe Feuer spuckte. Bloß einen Wimpernschlag später holte ihn die Kugel von den Füßen und schickte ihn zu Boden. Als die Sonne am nächsten Tage aufging, befand sich das Volk der Delawaren in tiefer Trauer. Der ganze Stamm hatte sich in ernstem Schweigen an einem Platz versammelt, an dem die Trauerfeierlichkeiten zu Ehren der Opfer Maguas stattfanden. Einige Indianerinnen standen neben einer Bahre, die Cora Munros Leichnam trug. Zu ihren Füßen saßen Alice und der General. Ihre Gesichter waren von Schmerz und Gram gezeichnet. Etwas abseits standen Major Hayward und David Gamet, die still und leise Abschied von den Toten nahmen. Am anderen Ende des Platzes war Uncas aufgebahrt. Sein Körper war mit allerlei Kostbarkeiten geschmückt. Sein Vater Jingach Guk saß vor ihm, ganz ohne Waffen und Kriegsbemalung. Einzig das glänzend blaue Stammbild seines Geschlechtes zierte die nackte Brust. Delawaren, hört mir zu. Manitus Gesicht verbirgt sich hinter einer dichten Wolke. Ihr seht ihn nicht, und doch sind seine Gerichte vor euren Augen. Warum hast du uns verlassen, mein Sohn? Deine Zeit war so kurz wie der Lauf der Sonne an einem Tag. Aber dein Ruhm war glänzender als ihr Licht zur Mittagszeit. Deine Füße glichen Adlerschwingen und deine Stimme glich der Stimme Manitus, wenn er zu uns spricht. Stolz der Mohikaner, warum hast du uns verlassen? Ich, der Vater Unkas, bin eine verdorrte Fichte, die in einer Lichtung steht, deren Bäume von den Bleichgesichtern geschlagen wurden. Mein Geschlecht hat die Ufer des Salzsees und die Berge der Delawaren verlassen. Jetzt bin ich der letzte Mohikaner. Ich bin allein. Nein, Jingach Guk, du bist nicht allein, mein Freund. Unsere Hautfarbe mag verschieden sein, aber dennoch werden wir auch weiterhin auf demselben Wege miteinander gehen.
Uncas war dein Sohn und er wird in unseren Herzen weiterleben. Für alle Zeiten.